das, was Grüne und SPD von uns fordern, allen voran Saskia Esken, ist an Unverschämtheit und miesestes Ablenkungsmanöver, was ich je erlebt habe, nicht zu übertreffen. Alle Details schauen wir uns jetzt an. Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder Warum Punkt Kritisch. Mein Name ist Lil. Ihr seht mich ausnahmsweise mal ein bisschen sehr aufgeregt, denn als ich heute natürlich wie immer meine übliche Medienrecherche betrieben habe, konnte ich es kaum fassen, was jetzt abgeht. Und es betrifft die Preise, die wir alle hier zu zahlen haben. Also eins vorweg, ich bin genau wie ihr auch entsetzt über die hohe Preissteigerung, die wir alle hier hinnehmen müssen. Und ich frage mich auch, wo soll das hingehen? Wie geht es den Menschen, die noch weitaus weniger haben und sich deshalb auch gar nicht mehr gesund ernähren können? Und viele von uns sind stinksauer. Und genau diesen Unmut in der Bevölkerung macht sich nun Saskia Esken hier zu eigen. Was fordert die? Und was sagt Saskia Esken? Die hohe Preisentwicklung begründet sie mit den unanständigen Gewinnmargen der Unternehmen. Das heißt, sie lenkt mal schön von der Inkompetenz der Regierung ab. Und ja, sie gibt sogar zu, dass die Preise natürlich angezogen sind aufgrund erhöhter Materialkosten, aufgrund erhöhter Liefertransportkosten und natürlich auch aufgrund der Inflation und auch aufgrund der Ausgaben für den Ukraine-Krieg. Aber sie ist der Meinung, dass Unternehmen ganz bewusst die Situation ausnutzen und von Kunden noch höhere Preise einfordern. Dass wir das natürlich überhaupt nicht mehr so mitmachen, ist ja völlig klar. Ich habe schon mal in diesem Video dargestellt, dass die Umsatzeinbußen beim Einzelhandel exorbitant sind. Und natürlich liegt es überhaupt nicht an den Entscheidungen der Regierung. Es hat ja gar nichts damit zu tun, dass wir alle und auch die Unternehmen mit höheren Preisen konfrontiert werden. Strompreise sind höher geworden. Der Staat schröpft um uns, wo er kann. Es werden immer mehr Steuern auf uns zukommen. Die Wasserpreise werden sukzessive erhöht. Das ist nicht der hinreichende Grund. Und warum ich mich so wahnsinnig aufrege, ist, dass Saskia Esken scheinbar mit unserer Dummheit, mit unserer Uninformiertheit rechnet. Und sie glaubt, sie könne uns jedes Märchen hier auftischen. So, aber ich weiß gar nicht, warum regt die sich denn auf, wenn Unternehmen mehr Gewinne machen? Das freut doch Lindner. Denn Gewinne müssen versteuert werden und je höher diese ausfallen, umso besser. Also, das ist schon mal der eine Punkt. Schauen wir uns doch mal an, wie die Kalkulation in einem Unternehmen so aussieht. Ich werde euch hier eine ganz einfache kleine Kalkulation vorstellen. Also Unternehmen haben natürlich Kosten für Material, für Personal und sonstige übliche fixe Kosten, Strom, Miete, Zinsen etc. pp. Bis dass man dann irgendwann zu den sogenannten Herstell- oder auch Selbstkosten kommt. Und nun kommt der entscheidende Faktor, weshalb Unternehmen ja ihre Preiskalkulation deutlich nach oben geschraubt haben. Das sind die sogenannten kalkulatorischen Kosten. Grundsätzlich muss man sagen, kalkulatorische Kosten sind Kosten, die dem Unternehmen in Zukunft entstehen könnten. Und diese in Zukunft zu erwartenden höheren Kosten schlage ich heute schon auf meine Preise drauf. Das sind, wie gesagt, zum Beispiel kalkulatorisches Risiko, kalkulatorische Forderungen, kalkulatorische Unternehmerlohn bei Personengesellschaften, aber auch zum Beispiel kalkulatorische Abschreibung. Und vielleicht kurz an diesem Beispiel der kalkulatorischen Abschreibung. Wenn ich also heute einen PKW habe und habe heute dafür 40.000 Euro bezahlt und ich schätze, dass ich in 6 Jahren zum Beispiel mir einen neuen Ersatzwagen kaufen muss, gleiches Modell, dann muss ich davon ausgehen, dass die Preise in 6 Jahren für exakt diesen Wagen, für diesen PKW deutlich höher sein werden. Das ist genau diese kalkulatorische Abschreibung. Dieser wesentlich höhere Preis für den Wagen, den ich in 6 Jahren kaufen werde, den schlage ich heute prozentual auf meine Preiskalkulation drauf. Und danach kommt der klassische Gewinnanteil. Die Kalkulation von Preisen eines Unternehmens betrifft den Bereich der Kostenrechnung. Wir haben im Grunde genommen in jedem Unternehmen 2 große Bereiche des Rechnungswesens. Einmal das externe Rechnungswesen, das ist die Finanzbuchhaltung. Das heißt deswegen externes Rechnungswesen, weil ich die Informationen jedem extern zur Verfügung stellen muss. Zum Beispiel auch dem Finanzamt gegenüber.
Und die Kalkulation betrifft den zweiten großen Bereich, das ist das sogenannte interne Rechnungswesen, wozu halt eben auch die Kostenrechnung gehört. Und die Kostenrechnung, die muss ich niemandem offenlegen, niemandem in der sozialen freien Marktwirtschaft. Deswegen heißt das Ding auch internes Rechnungswesen. Und solange ein Unternehmen nicht angeklagt wird aufgrund von sogenannten Wucherpreisen, ist die Kalkulation von Preisen das Ding des Unternehmens. Er muss schauen, kann er diesen Preis am Markt verwirklichen oder muss er mit dem Preis heruntergehen. Und was haben Grüne und SPD nun vor? Sie wollen tatsächlich in diese interne Kostenrechnung eingreifen. Denn Saskia Esken sagt ganz offen, sie könne sich sehr gut eine Einrichtung vorstellen, eine staatliche Einrichtung, mit dem Ziel, tatsächlich diese Kalkulation von Unternehmen zu überprüfen. So etwas Ähnliches gäbe es wohl auch in Spanien. Also bitteschön, wo kommen wir denn dahin? Dann lohnt sich doch für Unternehmenswillige Deutschland gar nicht mehr. Wenn ich noch mehr Regulatorien beachten muss von Seiten des Staates, dann bin ich doch eigentlich in der Planwirtschaft angekommen. Oder etwa nicht. Und im Übrigen, das Bundesfinanzministerium hat entgegen von Saskia Esken und Co. Berichtet, dass es hier überhaupt keine Auffälligkeiten bisher gäbe für irgendwelche treibende Preise. Saskia Esken mit der SPD und den Grünen gemeinsam versuchen am laufenden Band von ihren eigenen Fehlentscheidungen abzulenken und den schwarzen Peter eiskalt mal nur den Unternehmen zuzuschieben. Es gibt sicherlich die ein oder andere Unternehmung, die versucht, die Situation am Markt auszunutzen. Aber was passiert mit solchen Unternehmen, die zu gierig sind? Die werden sich am Markt nicht halten können, weil es gibt genügend Wettbewerber, die durchaus noch respektable Preise aufrufen, die für den Verbraucher einigermaßen akzeptabel sind. Und wenn der Staat eingreift in die Kalkulation der Preise, ja, was glaubt ihr, wird denn passieren? Dann werden sie möglicherweise nicht ihre kalkulatorischen Kosten verringern, wohl aber die Kosten für Personal, herzlichen Glückwunsch, Arbeitslosenzahl sei Dank, und sie werden die Kosten für Material senken. Das heißt, sie werden in Zukunft dadurch mit weitaus schlechterer Qualität von Produkten zu rechnen haben. Aber die kalkulatorischen Kosten, die wird kein Unternehmen senken wollen. Also diese staatlichen Eingriffe, die Saskia Esken hier plant, eine neue Institution zur Überprüfung, besser gesagt zur Überwachung, wird uns nichts, aber auch gar nichts bringen. Es werden zukünftig noch mehr Unternehmen abwandern in Länder, wo weitaus weniger Regularien sind. Und es ist ja für all jene, die gründen wollen, eh schon extrem schwer hier in Deutschland. Und durch solche geplanten Maßnahmen wird es noch schwieriger werden. Aber was brauchen wir auch Unternehmer? Das ist ja purer Kapitalismus, das wollen wir doch alle gar nicht. Es wird am Ende des Tages so rauskommen, dass die Versorgung mit notwendigen Gütern in der Hand von einigen wenigen Großkonzernen sein wird. Verlasst euch drauf. Wenn das hier so weitergeht, dann werden ganz viele mittelständische Unternehmen auch in dem Konsumbereich, in dem täglichen, in den Gütern des täglichen Bedarfs, die werden verschwinden. Was ist eure Meinung? Ich wünsche euch alle noch einen wunderschönen Tag und sag mal, bis auf ganz recht bald. Tschüss, eure Lil.